Also so heißt der Clan Tag. Den snipe ich mir mal gleich. Ich weiß nicht, aber vielleicht werde ich, weil ich achte nie auf die Zeit. Oh, Moment. Ich achte nie auf die Zeit. Ich achte nie auf die Zeit von dem Video. Ich schneide es dann immer mit Camtasia mittendrin, ist mir scheißegal, wo ich dann bin. Deswegen kann es sein, dass wenn ich gerade rede oder so, mittendrin mal so ein Cut kommt eben. Wo ist er hin? Den hole ich mir. Den hole ich mir. Was hat denn der für eine Waffe gehabt? Auf diese UMP. Eins. Und zwei. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Na, danke. So, jetzt brauche ich aber dringend wieder Munition, Mensch. Ich habe nämlich nichts mehr für Pistole. Ist der schon tot? Nein, der lebt noch. Hat der noch ein bisschen? Nein, der hat auch nichts mehr. Da, in einem Haus war er wieder. Was ist denn so ein... Ah nee, das war gar nicht der. Ach, das sind ganz viele, drei Stück. Naja, wenn der die schon sitzen, dann... Nummer 1. Da ist doch einer gerade vorbeigerannt. Juhu. Wieso ich hier warte, ist hier da unten über der Map dieser eine kleine Balken, der sich langsam füllt mit Strichen. Das ist eben der Flaggenstand, dass ich gerade eine Flagge einnehme. So. Da jetzt gehen sie hinten rum, ey. Das gibt's doch nicht. Also in dem Spiel ist es sehr, sehr, sehr schwer zu snipen. Also auf die Entfernung sowieso, weil die Kugeln senken sich hier. Aber Dingens, was noch viel schwerer ist, die laufen alle sehr schnell, also das ist sau schwer, jemanden im Lauf einen Headshot zu geben. Haben wir gemessert.
Moment, dann holen wir uns doch gleich mal hier. Ach nee, wir sind schon voll mit Munition verpackt. Ah, da, nee. Der ist tot. Nicht mit mir, Freundchen. Also ich bin einer, der sehr schnell auf den Mann eben zielen kann. Juhu, eine Nemesis-Nadel. Oder war das eine Nemesis-Nadel? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das war eher dieses da, wo man 8 Kills in Folge hat oder so. Und da bin ich doch tot. Na, 22 zu 8 geht ja noch. Na, eine Mauer. Hier ist Munition. Nein. Da, Vorsicht. Das war jetzt schlecht von mir. Aus der Entfernung treffe ich ihn nicht willig. Aber wenn du mich nicht siehst. Oh, schon wieder keine Munition mehr, Mann. Das ist ein Medipack, toll, das hilft mir nicht. Munition. Da, Munition. Da ist aber ein Gegner. Da, Moment. Nein, ist es weg. Wo ist der hin? Da war doch gerade eben noch so ein Sunny mit einer roten Mütze. Und das sind eben die Russen. Tot. Hm. 29 zu 9. Aber die haben mir bisher schon ganz schön Haufen Auszeichnungen in den Kopf geworfen in der Runde. Rechts sind sie, glaube ich, hin, oder? Und meine Maus hängt gerade ein bisschen. Scheiße, jetzt bin ich gleich tot. Tot. Noch eine Nemesis-Nadel. Nemesis-Nadel, also das ist, wenn du einen Spieler in einer Runde mindestens 5-mal killst. Und ich habe jetzt schon 2 Spieler mindestens 5-mal gekillt, wenn ich euch das. Und jetzt gleich noch. Werden wir es schaffen? Na, also dafür, dass wir vorhin so abgelost haben, sind wir eigentlich jetzt gerade ganz schön gut dran.
werf da einfach mal blind eine Handgranate rein. Aber anscheinend war da niemand. Da hinten. Ihr müsst immer ein Auge auf die Minimap haben, weil da sieht man manchmal so rote Pfeile, das sind Gegner. Na okay, jetzt auch nicht mehr. Jetzt haben wir gewonnen. Vielleicht sind wir sogar Erster. Weil der eine hat... Guck mal gleich mal. Erster, juhu. Okay, wir haben nicht wenig Auszeichnungen. Wir haben Kill-Assistent-Nadel 100, Gear, irgendjemanden gemessert eben. Hier nochmal, erziele in einer Runde 6 Kills in Folge, erziele in einer Runde 5 Kopftreffer, also Headshots. Schalte in einer Runde 7 Gegner mit Präzisionsgewehr aus. Erziele in einer Runde 8 Kills in Folge, gemessert, gemessert und nochmal gemessert. Erziele in einer Runde 6 Kills in Folge, schalte in einer Runde 4 Gegner mit Nahkampfwaffe aus, Hilfe in einer Runde bei 7 Kills, schalte in einer Runde einen Gegner 5-mal aus, das ist diese Nemesis-Nadel hier, Nemesis-Nadel, schalte in einer Runde 4 Gegner mit Sprengstoffladung aus, ja, Silver Star, das ist, wenn du eine Waffe mal, keine Ahnung, wie viele Kills machst, dann haben wir hier noch, schalte in einer Runde 4 Gegner mit Handfeuerwaffe aus, erziele in einer Runde 6 Kills in Folge, schalte in einer Runde einen Gegner 5-mal aus und gewinne eine Runde Eroberung und sei in einer Runde Teil des besten Squads und sei in einer Runde der beste Spieler. Ja. Ich hoffe, also insgesamt haben wir knapp 6000 Punkte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert mich, Daumen hoch, macht einen Favoriten wieder, macht einen Kommentar. Bis bald irgendwann. Ciao.